Ab nach Arcadia! Ach, Atlas führt mich immer wieder an die schönsten Orte. Das muss man ihm lassen. Moira! Patrick! Das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Rexkerl. Wir finden ihn und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib! Liebe Himmel, jetzt beruhig dich mal. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren Rom steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Ah, Gott, das ist widerlich. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Moment mal, was habe ich damit zu tun? Du ziehst mich die ganze Zeit in deine Sachen rein. Ich will es gar nicht. Das ist deine Familie, nicht meine. Wenn du ein Kerl bist, mach's gefälligst selber. Aber nein, ich werde natürlich voll ausgenutzt. Naja, aber ich habe meinen Spaß. Kann ein bisschen Chaos machen. Guck mal, hier sind lauter Gegenstände jetzt. Können wir sammeln? Stickstoffgranate. Ja, Granaten kann man das nicht nennen. Das ist einfach nur Stickstoff. Werkzeuge. Was wir gebrauchen. Was wir gebrauchen können. So, ich schau mal auf die Karte. Teagarden. Okay. Einiges zu erforschen. Einiges zu erforschen hier unten. Und es gibt in diesem Level zwei Big Daddies, beziehungsweise zwei Little Sisters. Big Daddies gibt es theoretisch unendlich. Ah, hier ist Alkohol, die haben sich mal wieder tot gesoffen hier. Kameras. Ja. Yeah. Guck dir das an. Mit der Hintern versäult. Okay. Was haben wir hier? Tagebuch. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster? What? Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Ich find's total cool irgendwie. Am liebsten möchte ich jetzt gar nicht mehr nach oben. Ich hab zwar gesagt, ich will hier raus, aber... Herrgott, noch mal, ist da jemand? Genieße es auch. Nein, hier ist niemand. Hier ist niemand. Ignoriere mich einfach. Ah, nein! Jetzt kommen die neuen Gegner hier. Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Klar helfe ich dir. Hier ist an. Hab dich. Hallo. Houdini-Splicer. Man könnte sie auch Teleporter nennen. Erhöhter Schaden. Houdini-Splicer sind anfällig für Antipersonen-Munition. Jetzt warte, jetzt packe ich jetzt mal das hier aus. Die, es sieht fast so aus, als ob die sich irgendwie auflösen. In Fleischfetzen oder sowas. Findest du das auch nur witzig, ja? Okay. Das soll mich nicht abschrecken. Ach, die sind harmlos. Die sind harmlos. Das geht schon. Hab dich gesehen. Hä? Komm lieber gleich raus. Werde ich sowieso finden. Granatwerfer, Granaten, Granaten, sehr schön, Granaten. Kann ich wieder einen drauf machen? Ich hasse es natürlich, wenn sich die Gegner irgendwie so
verstecken, dass man wirklich das hier an der Nase rumführen. Ja, ich komm doch schon. Mal, willst du mich verarschen? Mich voll für dumm verkaufen hier. Okay. Ignoriere ich dich, geh wieder raus. Ah, was haben wir denn hier? Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit... Wo ist Atlas? Da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Habt ihr Spaß? Nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. So, so, was du nicht sagst. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein, sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Arcadia vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Angelina? Oh, schau mal, was wir hier wieder bekommen. Okay. Gut, dass ich da nochmal drin war, aber jetzt mache ich den Typen platt. Da ist doch Blitz genau das Richtige. Ich muss so tun, als hätte ich keine Ahnung. Ich muss ihn rauslocken, als ob ich irgendwie so ein einfaches Opfer wäre. Da! Ich habe ihn erwischt, aber er ist nicht... hat nicht stillgestanden, mein Befehl hin. Was hast du vor? Okay. Ja. Ich brauche ein paar Fotos von dir. Damit ich dich besser bekämpfen kann. Das musst du doch verstehen. Alter. Du kannst es gut einstecken. Aber kannst du auch das hier ab? Boah, jetzt habe ich dich. Guckt euch das an. Das ist wie so Hexenmeister sind das. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist auch endlich mal diese kranke, unheimliche Musik weg. Mein Bioshock ist ja nun jetzt nicht wirklich gleich ein Horrorspiel, aber es geht mir ja schon zu weit. Das ist die Kürbisse. Jetzt kommt die Musik wieder. Nein. Was kaputt? Stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen? Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, dass mir wieder ein viel mehr mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Also diese Texte sind ja auch wirklich immer... total nice! Halt mal kurz still, Lady. Ich muss hier... Ah. Ein Autohacker hast du dabei. Nein, wirklich? Du beglückwünschst mich. Mit tollen Sachen. Oh. Noch ein Schacht. Noch ein Autohacker, geil. Muss mal wieder ein bisschen was Autohacken lassen hier. Kann man die zerstören? Oh, die Töpfe kann man nicht zerstören. Okay, da hat man sich nicht die Mühe gemacht. Ah, warte. Okay. Diese Musik. Gefällt mir überhaupt nicht. Komm her.
So, dich habe ich doch noch gar nicht so oft fotografiert, oder? Noch gar nicht, die sind neu. Das sind die Typen, die im Nahkampf angreifen. Die heißen Tagesplicer. Erhöhter Schaden. Tagesplicer sind anfällig für Antipistolen-Muni. Natürlich. Also man merkt schon, aber es kommen schon viele neue Gegner vor. So, warte mal. Hier hinten brennt ein bisschen. Ah, die Leiche. Danke. So kommt man natürlich an sein Zeug auch ran. So, warte. Gutes Foto. Ja, es war ein Volltreffer. Ah, neues Totikum. In der heutigen gefahrenvollen Zeit kann es nie schaden, schneller zu sein als andere. Denken Sie daran, dass Sie es ja nicht unbedingt mit einem Splice aufnehmen müssen. Vielleicht reicht es auch schon, schneller als Ihr Nachbar zu sein. Sie bewegen und schwingen den Schraubschlüssel schneller. Okay, ich ersetze das jetzt ganz kurz mal. Um es zu testen. Okay, die sind ein bisschen zu hart. Oh, shit. Aber wir müssen nicht so viel aushalten. Alkohol. Was ist denn? Ich dachte, ich wollte gerade sagen, was ist da denn schon wieder? So, das hast du jetzt davon. Typ wollte sich doch da tatsächlich heilen. Nicht mit mir. Ja, der Schraubenschlüssel könnte mal irgendwie ein Upgrade oder sowas gebrauchen. So, Lüftungsschacht. Gucke jetzt mal hier auch überall. Dann nehme ich den Autohacker. Und jetzt haben wir hier schon Napalm. Stickstoff für die neuen Waffen. Gönnen wir nochmal zwei Filme. Nicht, dass die leer gehen. Ja, das reicht. So kleine Verstecke finde ich ja immer wieder ganz besonders nett. Diese unheimliche Musik mag ich hier nicht. Ich sag's ganz ehrlich. Dank Elektro mal wieder hier drin. Eingebrochen. Wow, Haufen weiße Gegenstände. Werden wir später zum Basteln noch gebrauchen können. Hallo, ein Safe. Wow, es ist schwer. Nämlich ein Outbreaker. Oh, das Napalm. Auch nicht schlecht. Oh. Komm her. Ja, komm ruhig her, dann wird's besser. Komm her! Ich hab meine Zeit nicht gestohlen, du Ungeheuer! Nee! Du musst herkommen. Ah, okay. Das Tolle ist, mit diesen Leichen kann man diese ganzen komischen Ballen hier entschärfen. Toll, was? So, leider ist jetzt der Tod, der gibt nicht so viel. Aber egal. Da, 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 da.
Ja, lass mal gucken. Ja, genau hier. Oh ja, ein gutes Foto bitte. Noch mehr. Noch ein... Oh, komm, noch ein gutes. Jawohl, Schaden plus 2. Siehst du, es geht doch. So, der Pfeil zeigt hier rüber. Gucke ich mich hier um. Leiche verschüttet. Ich hab dich gehört. Bist du über mir? Stark, Junge. Hörst du ihn? Der ist doch über mir. Da muss ich doch glatt nochmal gucken. Ja, das Feuer macht ja nicht sonderlich viel. Ja, die werden auch stärker mit der Zeit. Und man merkt schon. Jo, scheiße. Die können schon was einstecken hier. Die können was ab. Saturnjünger, oh. Schon wieder. Komm. Komm doch her. Komm doch her. Wir haben eine U-Event-Station. Damit kann man diese ganzen Gegenstände, die man sammelt, zu irgendwelchen Waffen oder sowas zusammenbasteln. Warum eigentlich nicht? Könnte ich mal angucken. Kann zum Beispiel hier mal für 4 Gummischläuche, 4 Batterien und ein Messingrohr kann mich ein Outdoor-Hacker zusammenbauen. Steht immer dort, wie oft ich das machen kann. Im Moment habe ich noch nicht so viel Gegenstände, es lohnt sich eigentlich aktuell nicht. Aber hier kann man wirklich Gegenstände bekommen, die man nur selten kaufen kann oder die halt sehr teuer sind. Man spart sich also jede Menge Geld. Aber im Moment brauche ich noch nichts. Ich sammle noch ein bisschen. So, hier ist der Teagarden. Da würde ich mich mal gerne umgucken. Na, waren wir hier nicht gerade? Ach so, ja. Und hier hinten? Okay, natürlich. Hier unten ist schon wieder eine Falle. Zum Glück habe ich ja Telekinese. Ich meine, ja, Telekinese. Ah ja. Jede Menge Gegenstände. Bisschen durchs Wasser warten geht schon. Hat mal wieder eine gute Laune. Oh, 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 okay. Oh, oh, oh. Das Glück, dass ich zuerst Fotos machen muss. Neues Tonikum. Natural Camouflage. Brauchen Sie etwas Ruhe und Frieden, dann verwenden Sie Natural Camouflage und hören Sie einfach auf, sich zu bewegen. Schon werden Sie unsichtbar. Denken Sie daran. Nicht zu sehen heißt zu glauben. Das könnte glatt aus Baldur's Gate 2 aus den Quests mit den Augenlosen stammen. Muss ich jetzt spontan daran denken. Wenn du stillstehst, wirst du unsichtbar. Das ist natürlich... Ja, geil. Das könnte sehr nützlich sein. Hm.
Es ist zwar nicht so gut wie das Teleportieren, was die da können, aber es ist immerhin etwas. Stickstoff. Boah, ich freue mich schon auf die neue Waffe. Die Menschen treffen Entscheidungen, aber am Ende sind es unsere Entscheidungen. Am Ende sind es unsere Entscheidungen. Es labert der schon wieder. Ich brauche nichts. Noch nicht hier. Oh, guck mal hier. Ich kann das leider nicht benutzen. Das Meer beobachten. So, Saves. Oh, die sind so schwer. Die möchte ich nicht machen. Lonischer Schrott, Limit erreicht. Dann heißt das, dass ich das benutzen sollte. 24 Schuss. Geht kaputt. Na. Ich kenne mich hier mittlerweile schon gar nicht mehr aus. Dieser Garten ist echt verwirrend ein bisschen. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Ich weiß nicht, Atlas. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl bei deiner Rache. Weil ich meine, deine Rache ist ja genau das. Deine Rache. Und ich meine. So, jetzt warte mal. Ich will mich noch ein bisschen hier amüsieren. Yep! Gib mir ein paar gute Fotos. Sehr gut. Mich im Wasser zu schlagen ist in dem Fall tatsächlich ganz schlecht, mein Lieber. Denn das könnte dich ein bisschen schocken. Sportboost 2. Ich bewege ihn viel schneller, aber er macht zu wenig Schaden. Ich kann nichts machen. Aktuell? Nee, nee, nee. Du wirst vielleicht einiges über mich hören, hier und da auf meinen Namen stoßen. Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich mich für Politik interessiert. Aber im Grunde ist das doch nur eine Ausrede, um andere Leute umzubringen. Ich bin damit fertig. Ich will nur noch eins. Endlich die Sonne wiedersehen. Kann ich verstehen. Hallo! Nicht wieder wegteleportieren. Feigling. Schaden plus 2. Okay. Nö. Oh. Das ist nix. Scheiß dich zu. Du scheißt mich zu? Ich scheiß dich zu. Ich frage mich, diese Houdini-Splicer, kann man deren Feuerbälle eigentlich zurückwerfen? Ich denke schon. Ich würde es gerne mal testen. Greif an. Ah, nicht so richtig. Ja, ja, die sind übel. Die sind einfach übel. So, wie sieht es jetzt hier überhaupt aus? Hier, was haben wir denn alles hier? Jede Menge.
Ja, das Gewehr ist schon stark nach dem Upgrade, muss man schon sagen. Also, dass das jetzt hier so schnell schießen kann. Das hat was. Big Daddy! Was ist denn hier? Erstmal ein paar Fotos. Ja, dich wollte ich jetzt eigentlich nicht sofort drauf haben, aber... So, jetzt die Little Sister noch ein bisschen. Mädchen. Kleiner Anstieg mal wieder. Bringt aber nicht viel. Gut. Ein Garten ist Garten. Ich nehme jetzt mal Gesundheitsupgrade. Das liebe ich einfach. Ich könnte auch ein Efe nehmen, aber das ist nicht so mein Fall. Also, es ist halt. Ah! Electro Bolt 2. Das ist jetzt noch stärker. Geringerer Efe-Verbrauch als Version 1. Verheerend. Bei Gegnern, was, ja. Hier haben wir Zyklon Trap. Wirbelt Gegnern die Höhe, wenn sie dies über den Wirbel laufen. Human Inferno. Sie nehmen weniger Schaden durch Feuer und fügen viel mehr Schaden zu, wenn sie Feuer verwenden. Plasmide verbrauchen weniger Efe hier. Bending Expert verringert die Preise und Verkaufsautomaten. Es sind einfach so viele Sachen, aber ich habe keinen Platz. Ah, jetzt kann ich hier die Dings freischalten. Okay, ich nehme mal einen Körpertoniker. Dann wähle ich eins davon aus, was ich noch habe, nämlich den Dieb. Und einmal Techniker. Dann nehme ich das hier. Okay. So, das war's. Kein Adam mehr. Ich brauche viel mehr Adam. Ich kann schon verstehen, dass die ganzen Leute hier richtig süchtig sind. Ich will auch permanent irgendwie. Okay, schaffen wir den? Müssen wir ja. Okay, warte mal, ich werde. Ah. Ist eine feindliche Granate. Keine Bange, keine Bange. Reg dich ab, reg dich ab, reg dich ab. Verdammt. Wow. Wow. Weg da, weg da, weg da! Komm her. Okay. Verdammt! Nein! Wow, gerade mal wieder so geschafft. Was habe ich nur wieder für ein Glück? Yeah. $60. Ich rette dich ja schon, ich rette dich ja schon, um Himmels Willen. Warte, 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 ich muss weg hier. Gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Ja, schick mir was. Ich muss bloß ein bisschen weggehen, weil sonst legt diese Little Sister gleich jetzt hier den Teddy hier hin. Und ich möchte, dass eine neue spawnt, damit ich die fotografieren kann. So, jetzt warte mal. Oh, verschwinde, ihr kommt gerade echt ungünstig. Ja, warte, bleib da. Nicht so schnell. Gib mir die Chance, ein paar gute Fotos zu schießen. Ah.
Könnt ihr mal... Oh, oh, oh. Nein! Ich habe keinen Verbandsgast mehr. Ich hatte gar nichts mehr. Ja, hier ist auch alles kaputt. So, was haben wir denn hier? 200 Adam wieder? Safeknacker. Safeknacker ist eins der beliebtesten Produkte von Hexma, das dir Zugang zu Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen. Wählen sie zum Meister aller Stationen. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Safes und Komboschlüsseln. Nehme ich. Das kann nur gut sein. So, dann gib mal irgendwas Gutes her. Kampftonika. Ah. Nehme ich den hier. Und dann möchte ich einen Plasmid-Slot freischalten. Und dann, das will ich eigentlich nicht, aber... Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Das brauche ich nicht. Was ich brauche, ist vor allem sowas hier. Das möchte ich haben. Winterblast. Genau, den nehme ich. Lass dich nie wieder ohne dieses effiziente Verteidigungsplasmid erwischen. Zeige deinen Gegnern die kalte Schulter mit Winterblast. Frieren Sie Ihre Gegner ein und schlagen Sie sie in 1000 Stücke. Das hört sich gut an. So, eventuell hätte ich gerne das noch, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das bekommt man auch so später. Und zwar noch eine stärkere Version. Das brauche ich noch nicht. Ich spare noch ein bisschen. Yeah, ja, Winterblast. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Dieser Faust. Aber vorher muss ich mal ein bisschen hier einkaufen hier. Ich brauche mal wieder ein paar Verbandskasten. Sonst gehe ich nämlich gleich wieder hops demnächst. Das möchte ich nicht. So, einmal einkaufen. Wo ist denn hier ein Verkaufsautomat? Irgendwo hier oder... Ich gebe offen zu, ich kenne mich ein bisschen mit der Karte gar nicht so richtig aus. Oh, warte mal, was ist denn hier? Hey. Das habe ich jetzt völlig übersehen hier. Guck mal an. Da hinten ist auf jeden Fall was. Wenn auch nicht allzu viel. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Lüftungsschacht jemals gefunden habe. Ich freue mich immer, wenn ich neue Sachen entdecke. Das ist zu geil. Ja, ich hätte jetzt ein bisschen mehr hier erwartet. Aber immerhin. So, yeah, gleich mal eingefroren. Das ist doch schon mal ganz nice. Und jetzt zerschlagen. Gefrorene Gegner können zwar mühelos getötet werden, dafür zerspringen sie und hinterlassen keine Beute. Ja, das ist halt der Preis dafür, aber immerhin. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand... Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. Natürlich, das war's natürlich alles, du... Okay, das ist ein bisschen... Alter, das ist ja total schwierig hier. Nö, so schwer ist das hier auch nicht. Das ist nur ein bisschen ziemlich umständlich dieses Mal gemacht hier. Man hat hier versucht, besonders fies zu sein. Ähm...
So, Verbandskasten. Ja, mal einiges an Geld. Ja, haltet euch mal ein bisschen mit den Splicen zurück. Ich meine, bis jetzt sehe ich ja noch ganz gut aus. Gucken mal, was hier. Oh, 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 oh. Wenn ich das schon wieder sehe. Okay, machen wir mal. Nee. Winterblast auf die Maschine! Dann müssen wir jetzt langsam mal haben mit den Fotos hier. Was für eine Tür? Du bist doch vollkommen dicht, Junge! Erhöhter Schaden plus 3, Forschungsziel abgeschlossen. So schnell kann es gehen. Okay, warte. So, hier sind überall Sachen, wieder mal. Spritzen, die ich natürlich überhaupt nicht brauche an sich schon. Oh, was ist hier? Ah. Ist da Wasser aus was? Ja, da was? Eine Spritze, die ich natürlich nicht brauche. Outwecker! Ja, ich muss mal viel mehr Plasmide wieder einsetzen. So, Rosie. Rosies haben fast immer seltene Materialien für Erfindungen bei sich. Ja. Ja, es wird immer besser. Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hatte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar. Bäume! Bäume! Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sie für ungeheuer. Oh, Sally, oh. Vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Jetzt warte mal, ich überlege, ob ich mich mit dem gleich anlegen sollte. Ich würde sagen, ja. Wir haben genug Muni, das muss reichen. Panzerbrechende Kugeln einstellen. Granaten haben wir nur zwei Wärmende, aber die nehme ich jetzt auch. Wärmesuchende. Und ich habe das Geschütz hier. Das will ich ausnutzen. Okay, gönn dir mal ein Mädchen. So, einmal bitte erstmal ein Foto von dir. Mal wieder. Kleiner Anstieg wieder und gehen noch mehr Fotos, ja. Sorry. Ich habe gerade die Tasten vertauscht. Okay, ich fange direkt an. Ich mache den hier. Den und den hier. Warte mal, ich versuche mal. Einmal den hier und dann. Den. Das war eigentlich ganz einfach. Also diese Explosionsgeschosse haben eigentlich ziemlich viel gemacht. Wow. Weine nicht. Nein. Ich werde dir helfen. Nein. Nein. Wieder etwas Adam. Aber das war leider das letzte in diesem Level. Schade. Ich könnte so viel Adam mir reinpfeifen regelrecht. Bis nichts mehr geht, okay.
Ich mache ihn mal kaputt, weil ich da vielleicht was bekomme. Jawohl, zwei Batterien. Diese unheimliche Musik ist immer noch da. War das schon immer so? Geht gar nicht mehr weg. Dieses ganze Arcadia ist einfach von einer düsteren Stimmung umgeben. So, eine Kamera mal wieder. Wenn ich sowas schon wieder sehe. Ja, Krebs. Beim Hacken von Sicherheitskameras wird die Fließgeschwindigkeit verringert. Ich dachte, ich kann die umsonst hacken mittlerweile. Ja, das ist bei Geschützen. Aber nicht bei Kameras. Gut. Dann mache ich sie kaputt. So, ein Ammo-Automaten, den sehe ich ganz besonders gerne. Au! Lauter tolle Sachen. Ich glaube, ich hack dich schon mal für die Zukunft. Denn ich glaube, bei dich lohnt sich's, bei dir. So. Job completed. Hey. Nicht schon wieder. Was geht hier vor? Das stimmt doch was nicht. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Hat er das? Auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk mal drüber nach. Du bist wirklich schlau. Ryans Frau in Arcadia ist eine alterne Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Atlas, ich bin von dir beeindruckt, wirklich. Ich möchte die Spitze haben. Okay, ich höre mal wieder einen Haufen Leute, die... Wie das, Mann? Da! What the fuck? Ich hab doch gewusst, da ist was. Ich hab's mir gedacht. Die haben hier Geheimversteck gelüftet. Yeah. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Oh. Sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprecher. Menschliches Blut, das trinke ich doch. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Meine Vampirkräfte aufrechtzuerhalten. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Ja. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Ja, die Scheinen sind für Humor zu haben, würde ich mal sagen. Oh, what the fuck? Dachte ich schon, ich steck fest. Wenn sowas passiert, ist es schon immer wieder so ein Zeichen dafür, besser zu speichern. Also, speichern. Ich weiß, man kann auch schnell Speichertaste benutzen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich auf der Taste irgendwas anderes gelegt habe. Teleportationsziel von Houdinis bessern kann leichter vorhergesehen werden. Aha, jetzt habe ich euch. Shit, Feuer macht überhaupt nichts. Okay, wartet. Ich möchte seine Sachen haben. Ich will deine Sachen haben. Weil diese Typen haben ja doch manchmal auch tolle Sachen dabei und deswegen will ich sie nicht unbedingt immer zerstückeln.
Du hast jetzt genug Bestandteile, um ein Objekt herzustellen. Suche nach einer U-Event-Station. Ja, ich weiß. Ich habe schon längst einiges, aber... Es muss ja nicht. Meine Bäume! Das warst doch nicht du, oder? Nö. Ryan, ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Warum erzähle ich das? Könntest du eine rosa Gallica für mich finden? Suche in der Kröte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Schon klar. Ein ewiges Hin und Her. Oh, je, je. Das war ich doch nicht! Geben mir natürlich wieder die Schuld, weißt du schon? Bleib mir von Leib. Ich bin glücklich. Du bist glücklich, ich bin auch glücklich. Endlich glücklich. Lässt er noch einen richtigen Roman ab in seinen letzten Stunden hier? Okay. Die Ärztin schickt mich auf die Suche nach einer Rosa Gallica. Zuerst mal die Frage, was ist Rosa Gallica? So, jetzt warte mal. Wenn hier schon das Versteck offen ist, dann kommt bestimmt jetzt gleich einer. Ja. Hab ich schon. Das ist definitiv das letzte Forschungsziel hier bei denen. Ja, man merkt, das Erforschen lohnt sich. Das lohnt sich total. Zu viel Alkohol. Das ist nicht gut, ihr trinkt zu viel Alkohol. Ich kann nicht kaputt. Wow, der Heck. Die haben kugelsichere Flaschen. Zumindest manche. Wow. Also das ist hart. Die waren so besorgt in ihren, um ihren Schnaps hier, dass die ihnen sicheren Flaschen abfüllen haben lassen. Guck dir mal dieses Gebilde hier an. Wow. War ich hier hinten also noch nicht, jetzt wo ich jetzt hingehen muss? Jungs, ich weiß nicht, was ihr da macht, aber es sieht nicht gerade nett aus. Wolltest du irgendwas? Wolltest du mich umarmen? Da, vielleicht ein bisschen Feuer hier. So, was haben wir denn hier? Sicherheitslücke. Das Sicherheitslückentonikum passt die Temperatur ihrer Epidermis dahingehend an, dass sie Sicherheitskameras und geschützt verwirrt und ihre Reaktion entsprechend verzögert. Hab keinen Platz. Leider keinen Platz. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken, wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Ideologie. Ah, Wärmesuchende. Das ist Premium. Ganz genau. Wir müssen nur geduldig sein, dann wird schon alles gut werden. Soll ich mir irgendwas machen lassen? Ich würde, aber ich brauche nichts. Zumindest nicht davon nicht. Ich würde ein paar Granaten könnte ich gebrauchen, aber sonst... Okay, hier sind Fallen. Gib jetzt mal den Körper her, dem macht's nichts aus.
Also einmal ein Futter für dich und mich. Erhöhte Schaden plus 3. Okay, dann ist das jetzt voll. Okay. Verdammte Sicherheitskamera. Oh! Jetzt weiß ich, wozu diese Leichen ganz gut sind. Oh, friss die Kugeln! Warte, Foto. Geht nicht. Ah, ich habe keinen Film mehr. Nein! Oh, mir sind die Filme ausgegangen, verdammt! Eine Film würde ich mir gern zusammenbasteln, aber ansonsten oder irgendwie. Oh shit. Okay. Gib mir einen Automaten. Vielleicht ist der Alarm gar nicht mehr so schlecht. Andrew Ryan sagt, die Menschen treffen in Also manchmal muss man schon ein paar Sachen hier einkaufen. Aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Ich könnte mich ja jetzt bei den Alarmen verstecken, aber wie gesagt, ich habe damit kein Problem, wenn diese Dinge jetzt kommen. Weil dann könnte ich theoretisch ein paar Fotos machen. Aber solange der Alarm läuft, stört mich die Kamera überhaupt nicht. So, einmal hier ein gutes Foto. Das wird jetzt aber das letzte von der Kamera. Defekter Verkaufsautomat. Ja, wer hat den denn kaputt gemacht hier? Ah, warte mal. Strom braucht man einfach immer. Das ist die zweite Eintrittskarte, der zweite Schlüssel hier. Für die Dinge, wo man nicht hacken kann. Man dringt Strom. Oh, tote Katze. Ich habe mal gehört, dass man von Katzen auch Fotos schießen kann. Das stimmt aber nicht. Geht nicht. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Ich kann Ratcher fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollos quer eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun könnte. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Ratcher zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Und so viele Tonbänder überall sehe ich gerade wieder. Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Auch um Kohle. Ja, ich weiß von der Abregelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Feuer auch noch. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott nochmal. Hey, die Abregelung. Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen. Und dann müssen Rosen sehen. Sie sind extrem wichtig. So, sind sie das? Wenn du das sagst. Aber warte mal, ja. Okay. Also eine Rose. Ich brauche eine Rosa Gallica hier. Oh, wie auf Stichwort. Ich warne euch. Kommt nicht näher, sonst muss ich Dinge tun, die ich nicht tun will. Ah, wo? Wow. Der geht richtig fliegen hier. Oh.
Huhuhuhu. Ihr wollt mich wirklich unter Druck setzen, ha? Ich höre einen Big Daddy. Der sucht noch eine Little Sister. Leider gibt es in diesem Level keine mehr. Tut mir leid, mein Junge. Du läufst auf Granit. Ist da unten? Wo kommst du her? Dann mach noch ein Foto. Okay. Du bist definitiv auch bald abgeschlossen. Uns fehlt immer noch der andere Big Daddy. Der, wo ganz am Anfang kam. Der mit dem Bohrer. Den Bouncer heißt er, glaube ich. Den Bouncer Daddy, wenn man so will. So, mein Junge. Also manchmal sind sie schon wirklich stark. Manchmal sind die einfach nur wirklich stark. Okay. Frau, du bekommst deine Rose. Nicht, weil ich dich mag, sondern weil du es wolltest. Lass mich doch einfach rein. Ja, sehr gut. Perfekt. Komm hoch in dein Büro. Ich lass dich jetzt rein. Ich glaube, ich habe genau das, was wir brauchen. Jetzt vertraust du mir also. Grünes Leben einzuhauchen. Sieht interessant aus hier. Guck mal. Was haben wir hier? Hacking Expert, Expert ist das Original Hack Smart Gen Tonicum, das bei den das den Alarm abschaltet und dabei hilft, Kurzschlüsse zu vermeiden. Dieses Plasmid aus der Hexmatra ist ein absolutes Muss für jeden. Eine Alarmplatte und eine Überlastungsplatte weniger. Das ist auf jeden Fall nicht so gut wie das hier. So, was haben wir hier wieder? An diesem verdammten Ort denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophylllösung, sogar meine alten Ausgaben von... Wow, guck dieses Mal an die Bäume hier draußen. Sie ihre widerlichen kleinen Schreine, schätze ich. Yeah! Diese kranken Idioten. Das ist alles auch krank. Ich hab die Sicherheitssysteme von diesem Laden gehackt. Schütze werden dir nichts tun. Komm hoch in mein Büro. Okay, geil. Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen kann? Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre, bis sie den Trick raus hat, die Bäume im Pazifikraum zu entlauben, um die Japsen zu verjagen. Ich könnte... Und jetzt hier auf den Grund des Atlantiks und versuche rauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam, das ist wie schwarzgebrannter Schnaps. Multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. Mit Eva oder Eva oder wen meinst du? Die Eva. Also ich glaube, ich zerstöre besser mal diese ganzen Maschinen. Weil wenn die Zeit hier abgelaufen ist, die immer sowieso bloß Probleme machen. Das ist das Ganze nicht wert. Okay. Aber hier haben wir tolle Sachen. Willkommen im Zirkus. Ich gönn mir einen Kaffee für 5 Dollar. Auch mal normale Sachen hier. Ich brauche nichts davon. Noch nicht. Ah, es kommt schon noch. So, sind hier noch irgendwo Kameras oder irgendwas, das ich kaputt machen kann? So. Hallo, lass mich rein. Julie,
Wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Oh, das klingt nicht gut. Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Die sieht relativ normal aus noch. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Nein, Julie! Hättest du mich reingelassen oder die Tür geöffnet? Aber nein, du wolltest ja nicht. Sie schreibt noch etwas. Warte. Erstmal warten, bis das hier verraucht ist. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt näher zum gegnerischen Tor kommen, schießt Ryan es ein Stück weiter von uns weg. Ja, das hast du gut erkannt. Die hat einen Code hingeschrieben. Na toll, du musstest ja unbedingt verrecken hier. Ich töte seit 25 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley, damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Japsen ging. Aber ich habe noch Schade, ich mochte die. Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben. Die sieht völlig normal aus. Das ist, glaube ich, die erste, die ich hier getroffen habe, neben Atlas, die scheinbar nicht gespliced ist. Also, vielleicht hätte sie es besser mal tun sollen, dann hätte sie das überlebt. Oh, Chemowerfer! Meine vorletzte Waffe. Eine kommt noch. So, erstmal durchsuchen hier alles. Ja, ich weiß schon. Wow, jede Menge Sachen. Diesmal an diesen Schreibtisch, was die hier hatte. Ein Stillleben mit Pflanzen und dahinter ein versteckter Safe, natürlich. Ah ja, natürlich. Den Code hat sie hier hingeschrieben. Genau, danke dafür, dass du es noch gemacht hast. 9457. 9457. Ein Tonband, etwas Geld und ein Schlüssel. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich hab den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer Rosa Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich hundertprozentig sicher sein. Destilliertes Wasser, ein wenig Chlorophyll und aus Apis mellifera gewonnenes Körper. Ich habe ein mehrteiliges Ziel, na, brauche ich nicht. Ganz einfach, Bienenspucke. Bienenspucke. Oh, verdammt nochmal, soll man hier Bienen finden. Ja. Okay, du bist ein Siegertyp. Geil. Ich bin glücklich. Verdammt, da ist eine Kamera. Die hatte ich völlig übersehen, siehst du? Aber jetzt kann ich wenigstens ein Foto machen. So, dieser Big Daddy. Ich schätze mal, das ist wieder ein neuer. Ey, Panzerkugeln sind voll. Ich schieße mal ein paar Panzerkugeln auf den Typen hier. Warte. Ich muss noch ein paar Fotos von dir machen. Nein! Oh, ich habe nicht auf die Energie geguckt. Perfekte Scheiße. Okay. Ja, kein Problem. Bin gleich wieder hier. Trotzdem sterbe ich nicht gerne. Das ist erniedrigend. Das ist für mich absolut erniedrigend. Okay, Antipersonkugeln. Was? Okay. Jetzt gibt's Krieg. Warte.
Big Daddy, wo bist du? Big Daddy! Ist keine, vergiss es. Ich habe alle ausgeschaltet. So, jetzt pass mal auf. Ich mache jetzt mal das hier. Ah, hypnotisiert, jetzt ist auf meiner Seite. Und jetzt bin ich deine Little Sister. Wird Zeit, dass du mich beschützt, okay. Ja, der Houdini-Splice hat sich natürlich vom Acker gemacht. So schlau war der dann also doch schon. Arcadia ist riesig, aber zum größten Teil eher ländlich. Falls du etwas Spezielles suchst, würde ich auf dem Farmers Market anfangen. So, würdest du das? Oh yeah! Also dieses Plasmid mit dem Big Daddy sollte ich vielleicht auch mal benutzen hier. Weil es taugt ja doch was. Aber das verbraucht immer eine volle Ladung Hefe. Also, es reicht aber, man kann es aber trotzdem einsetzen, wenn man ganz wenig hat. Also, das ist ja kein Problem. Okay, komm mal her, du kleines Geschütz hier. Erhöhter Schaden. Zeug und ja. Ach, platt. Okay, ist schon wieder normal. Er ist normal, aber er schießt trotzdem gegen die Dings da. Ja, mach ihn platt. Weil die Typen sind immer ganz besonders übel. Also, ich mit den bin Dingern. Eine Frau der Wissenschaft. Aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Wenn das Ryan gefällt. So, also schauen wir mal, wo sind wir hier überhaupt? Also, es gibt hier so viele Orte. Wie gesagt, ich werde aus der Karte heute nicht schlau noch. Ah! Hier sehe ich das Beste überhaupt. Ein Upgrade für die Waffe. Oh, geht's dir gut? Egal. Oh yeah, ich nehme Chemoverbrauch, Chemoreichweite. Nee, nee. MG-Rückschluss, weil das ist eigentlich etwas, was mich ziemlich nervt. Dass ich mal ordentlich treffen kann, ohne zu verziehen. Jetzt schaut das Maschinengewehr doch schon viel besser aus. Sehr viel besser. Hallo, na sowas, was haben wir denn da? Ich hab doch dir den Krieg erklärt, oder? Wenn ich nicht die verdammten Fotos brauchen würde. So, letztes jetzt Schaden plus 3. Fertig. Abgeschlossen! Oh, da hat's geknallt, aber du lebst noch. Es war eine Vergnügung. Oh, ich habe keinen Verbandskasten mehr. Okay, einmal Autohack und ist auf 8. So, Filme habe ich genug. Da auch, da nicht, aber das ist egal. Das Geld schenke ich mir. Wenn man eigentlich immer gründlich ist, dann bekommt man eigentlich immer genug Geld, dass man sich Verbandskasten und Zeugs kaufen kann. Das ist kein Problem hier.
mal ein Safe. Oh, das ist einfach. Wenn der so einfach ist, dann kann aber nicht viel Gutes drin sein. Vielleicht. Vielleicht. Das ist sehr gut. $67. 2 Verbands und 20 Antipersonen-Kugeln hier. Na, das ist doch gut. Wie wird man nur so wie ich? Gute Frage. Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, du könntest. Ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Okay, ich sehe gerade, das Level hier vorne endet schon. Wir haben aber noch nicht unbedingt... Eine Sache fehlt hier noch. Wir kommen natürlich eben nochmal zurück, aber ich möchte das jetzt trotzdem gleich mal haben. Ich werde aus der Karte einfach nicht schlauer. Muss mal schauen, dass ich jetzt da irgendwie hinkomme. Ich glaube, ich weiß, wo das ist oder auch nicht. Ja. Boah, gehen die mir auf die Nerven, diese Audinis da. Bin froh, dass ich die jetzt wenigstens erforscht habe. Es gibt noch so einen geheimen, aber ich glaube, das ist im nächsten Gebiet. Aber was ist das hier? Wieso habe ich das nicht? Wo bin ich? Wo bin ich? Hier. Hier. Ich verstehe das jetzt nicht. Verstehe das einfach allgemein nicht. Nope. Was ist das? Was wird das jetzt groß sein, ne? Dich hat niemand eingeladen. Ich will auch jetzt gar nicht mit euch kämpfen. Das ist doch reine Zeitverschwendung. Hat sich da ein geheimer Weg geöffnet oder habe ich den übersehen? Why the heck? Wie kommt man hier rüber? Über... What the fuck? Wer hat sich nur diese Karte ausgedacht? Das ist doch schon ein Verbrechen an sich. Forschungslabor. Also ich kann jetzt nicht alles zu 100% machen. Wenn ich es nicht finde, dann finde ich es jetzt nicht. Naja, es kann nichts Wichtiges sein. Also, wie gesagt, weil es ist ja... Für mich ist das wichtig, dass ich vor allem alle Waffen-Upgrades finde. Das ist das Allerwichtigste. Moment mal, aber wenn ich von dort hinten hochgehe, dann müsste ich da irgendwo eventuell hinkommen. Wow. Der war mal gut gesetzt, ne? Kann man nicht einfach hier rüberspringen oder sowas in der Art? Ein Kopfschuss mit der Antipersonkugel. Und der Typ sieht sich die Radieschen von unten an.
Lazarus-Vektor, ja, den muss ich machen. Mit dieser neu erfundenen Chemikalie können sie toten Gemüsepflanzen wieder Leben anhauchen. Ich glaube, dafür brauche ich jede Menge Zeugs. Das man nur auf den Farmers Market findet. Schon klar. Okay. Ab zum Farmers Market. Bam. Okay. Der Parasit hat ein Auge. Und das machen wir dann nächstes Mal. Halten Sie Ausschau nach. Bis jetzt war es sehr schön. Gleich noch ein paar Visionen. Und da würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Nochmal speichern. Vorsichtshalber. Und dann haben wir das hier. Huh.